Was geht ab YouTube und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie immer, ich hoffe, euch geht's gut. Im heutigen Video schauen wir uns ein paar Arbeiter an, die definitiv einen sehr, sehr schlechten Arbeitstag hatten, weil sie einfach so viel Pech gehabt haben auf der Arbeit, dass ich mir das schon gar nicht irgendwie meinen Erzfeind irgendwie wünschen kann, weil das einfach zu krass ist, was wir uns heute anschauen werden. Lasst auf jeden Fall für den Support schon mal einen dicken Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein kostenloses Abo und wir fangen jetzt an. Let's go! Oh nein, ich ahne Böses, ich ahne sehr, sehr Böses, Leute. Bitte nicht. Die Kisten stehen sehr, sehr ungünstig da an der Straße. Nein, nein. Es war so klar. Es war so... Und die anderen kippen auch noch um. Anstatt da nur diese vier Kisten da fallen lässt, fallen jetzt fast alle hin. Das schöne Bier, Junge. Das kannst du nicht machen. Okay, was machen die beiden Typen jetzt hier? Die bohren dann ein Loch oder... Keine Ahnung, was die da machen. Aber es sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ja, wie wollen sie jetzt die Maschine stoppen? Was macht er jetzt hier? Er ist schon am Zementieren. Boah, ich glaube, das ist so schwierig für den Körper und für den Kopf und weil es so laut und die, oh, so eine Anstrengung. Er will erstmal Bier trinken. Ja, ist doch klar, dass das nicht funktioniert, Mann. Das ist doch klar. Was ein Idiot, Mann. In der Tat. Das war's hier aber wirklich komplett. Ja, das Auto ist doch an, oder? Safe ist das Auto an. Jetzt kriegt er, glaube ich, die volle Dröhnung. Wie doof bist du denn? Okay, er hat eine neue Hautfarbe bekommen. Wie sieht er denn aus? Aber das ist doch nicht gesund. Aber diese Lache von dem anderen, Alter. Oh, Mann. Was ist das jetzt? Sprengen die diesen Pimmel hier da, was das sein soll? Ja, safe sprengen die das jetzt, oder? Oder er stinkt. Nein. Was? Er musste nur einmal gegenkloppen? Aber hat ja nicht gut funktioniert, das Ding runterzuhauen. Das war ein absoluter Fail, wie er schon... Okay, Leute, er versucht das noch zu retten. Es sieht oben gar nicht gut aus. Leute, was würdet ihr machen, wenn ihr Chef seid von dem Laden und ein Mitarbeiter macht das, beziehungsweise macht sowas bei euch? Boah, ich als Chef, ich würde den so zur Sau machen, ne? Oh mein Gott, was macht der da? Er bleibt auch einfach in seinem LKW sitzen. Please, Bugs, don't give okay, a damn. Hä? Wie lädt er denn das Flugzeug ein? Was ist mit ihm los? Hat er keinen Bock mehr oder was? Nice. Was ein Profi, Alter. Oh mein Gott, Junge, wenn du keinen Bock auf Arbeit irgendwie hast, dann geh nicht zur Arbeit, aber mach doch nicht so einen scheiß Job. Was macht er da bitte? Er trifft doch... Okay, eine Kiste geht und zwei geht ins Flugzeug, ey. Oh Mann. Okay, Jungs. Er zieht diesen LKW bzw. diesen Anhänger mit dem Fahrrad. Ich glaube, da wird noch irgendwas schief gehen, vermute ich mal. Ja, wie... Guck mal, der Reifen, guck mal, der... Guck mal, das Fahrrad, wie das kaputt geht. Es hat funktioniert. Kranke Idee. Oh ne, schon wieder ein Presslufthammer. Ich ahne wieder Böses, Leute. Oh. Was macht der jetzt? Oh. Vorsicht ist geboten, sind sogar Deutsche. Nein. Was macht der denn jetzt? Der ist Automatik. Ist Automatik? Wenn der jetzt damit fährt, ne? Wenn man zu viel Zeit auf der Baustelle hat, beziehungsweise zu viel Langeweile, ich glaube, dann fällt den Leuten auch nur sowas ein. Oh, oh, ich glaube, er konnte sich gerade noch retten, Leute. Das sieht man doch, dass das nicht gut geht. Das sieht man doch. Boah, wie er noch gerade rausjumpen kann. Heftig. Das geht auch wieder schief. Ich kann so jetzt schon sagen, wenn ich 1000 Euro drauf, dass das schief geht. Es wird vorne abbrechen, ne? Safe. Oder doch nicht? Doch nicht? Was passiert? Oh, es bricht doch nicht ab. Immerhin ist es schief gegangen. Was ist das für eine Maschine, Leute? Was kann man damit bohren? Schreibt es euch in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oh, ne, Junge! Are you an idiot? Yes, er ist ein Idiot. Auf jeden Fall. Was macht man dann mit einem Loch einfach rein, oder was? Aber was auch für eine riesen Maschine ist. Muss ja absolut los. Oh, Pizza-Taxifahrer auf dem Roller denkt sich so, ja, ich hab keinen Bock nochmal zu arbeiten, wir machen einfach mal ein Wheelie.
Oh, Junge! Das kann er doch nicht machen! Und fällt einfach normal weiter, als ob nichts passiert wäre. Okay, da kann ich drüber lachen. Ich glaube, das tat extrem weh, Leute. Die anderen beiden da oben auch noch, die denken sich so, oh, was ist passiert? Der eine hat sich voll gemault. Okay, was macht er jetzt in seiner privaten Wohnung? Oh, der Hammer ist in der Wand, glaube ich, fest. Ach, er will einen Nagel rausziehen, glaube ich. Genau, er will einen Nagel rausziehen mit dieser Vorrichtung da vom Hammer. Er wird wegfallen, er wird safe wegfallen. Warum wusste ich das nur? Was machen die jetzt hier? Okay, es ist eine Werkstatt, glaube ich, die chillen ein bisschen. Machen sie einfach mal schön Mittagspause. Was war das denn? Digga, einfach einen Stein aufs Gaspedal gelegt. Einfach auf dem Anhänger abgeschleppt worden, ey. War heftig auf jeden Fall. Sah heftig aus. Das tat auch wieder weh. Post, beziehungsweise die laden auch wieder was aus. Überwachungskamera kann man erkennen, beziehungsweise es war so eine Kamera, doch ist eine Überwachungskamera gewesen. Ich sag euch jetzt mal, Leute, die werden hinten rüberfallen. Safe. Och, Jungs, macht doch nicht jetzt diesen doofen Move. Das schöne Bier. Schaut's euch einfach mal an. Was für eine Party man mit diesem ganzen Bier hätte machen können. Und die Jungs da einfach absolut lost. Was machen die jetzt hier? Okay, so eine Betonkrug. Wahrscheinlich die beiden Reifen sollen das abdämpfen. Also, Jungs, was für IQ habt ihr? IQ von 3 oder was? Ich dachte, das Ding bricht durch. Oder auf dem Fuß irgendwas Dummes. Ist klar, dass da irgendwas passiert. Geh bitte einfach kaputt. Für diese Doofheit bitte einfach kaputt gehen. Ich wusste es. Was? Wenn sie auf der Baustelle wieder zu viel Zeit haben, Klassiker. Schöner D-Böller unter so einer Mülltonne, beziehungsweise unter so einer Schubkarre. Was für eine Mülltonne? Nix. Okay, dauert aber ganz schön lange, bis der hochgeht. Scheiße, ja, passiert nichts, ne? Wo sehe ich denn? Sehr gut. Sehr guter Knaller, beziehungsweise komischer Böller. Ich glaube, wenn sie jetzt hingeht, geht's hoch. Was wäre. Wow! Was? Es war kein D-Böller. Leck mich am Arsch. Nee. Es war safe kein D-Böller, Leute. Das war irgendwas Polnisches. Guck euch die Schubkarre an! Digga! Da muss ja aber anders los. Was haben wir jetzt hier? Okay, einer von der UPS oder DL oder keine Ahnung was. Boah, Alter, wird das einer mit meinem Paket machen? Schon mal vor, da wäre, weiß ich nicht, was drin gewesen. Ein Laptop oder sowas. Ich will doch niemals. Oh. Was macht der jetzt? Ey, das, wie soll das denn halten da oben? Zum Glück ist nichts passiert, Leute. Aber was ein Idiot. Ohne Spaß. Also der hat auch wieder ein IQ von 2,5 oder so, weil das sieht man doch. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, Junge, dass das nicht funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr es direkt seht, Leute, aber. Ah! Der Staubsauger ist ja gar nicht drin. Oh, was, ey. Manche Leute, okay, was haben wir jetzt hier in schlechter Qualität? Locker wahrscheinlich auch wieder so einer, der sich in den Boden reingebohrt hat. Locker der Chef, den er später im Büro angeguckt hat, den ihr da im Hintergrund hört. Alle gucken nur zu, wie der eine sich da die ganze Zeit in den Boden reindreht. Wer kann locker diese eine Maschine wieder? Aber keiner hilft ihm. Okay, doch, der eine will ihm helfen. Hä, warum machen die da Wasser drauf? Hä? Hä? Was ist das oder ist das kein Typ? Ach, das ist nur die Maschine, glaube ich. Die kriegen die Maschine nicht gestoppt. Aber warum wollten die da Wasser drauf werfen? Okay, jetzt packen die so eine Plane drauf. Okay, ich hätte aber euch auch. Oh. Aber wie die sich da einfach im Büro ein Schlapp lachen, das ist auch schon anders frech. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, gut, Freunde, ich hoffe, ich habe euch im heutigen Video nicht zu viel versprochen. Es waren definitiv ein, zwei Arbeiter dabei, die einen sehr, sehr schlechten Tag gehabt haben. Am meisten tat es mir einfach leid mit dem Bier. Weil was hätte man für eine krasse Party machen können mit diesem gesamten Bier?
ja, was einfach kaputt gegangen ist. Aber komm, ist nicht unsere Schuld, Freunde. Ich hoffe einfach, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet, weil ihr wisst ja, jeden Tag kommt jetzt ein Video. Lasst doch mal einen dicken Daumen nach oben da für den Support und vielleicht sogar ein kostenloses Abo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, Freunde. Macht's gut, haut rein, ciao.